Und soll ich dir mal sagen, was wir Frauen von dir denken? Na! Du bist ein Idiot, was uns Frauen betrifft. Du musst endlich einen Entschluss fassen. Ich bin wild entschlossen zu heiraten. Also dann? Warum heiratest du dann nicht? Also dann? Also dann? Also dann? Also dann? Du treibst einen ganzen Wahnsinn. Du machst einen ganz verrückt. Erst gibt man sich deinem Wahn hin, bis man nichts mehr unterdrückt. Und dann lässt du einen warten, einsam, die ganze Nacht. Was für eine diese Sehnsucht, einsam, unerträglich macht. Na, wir hätten ja Verständnis, wenn er eine Niete wärt. Na, wir hätten ja Verständnis, wäre er öde, hohl und leer. Doch einer, der sich mehr und mehr sacht an einen Rand macht und dann tut, als wär noch gar nichts. Ja, so auf die Dauer bringt dich dieser Kerl noch um den Verstand. Das ist doch so ein Blödmann, sein Idiot, sein Hirnschrott. Denn sieht ein aus, als wäre er ein richtiger Mann. Sollte er sein, der einen bezwingt. Bei dir kommt man sich beinahe wie ein Stierkämpfer vor, der mit dem roten Tuch da und winkt. Ein attraktiver Junggeselle, was für ein Mann. Ein ausgesprochen seltenes Stück. Er wirft dir eine Last, doch weißt du endlich was an. Schmeißt dir den Fisch ins Wasser zurück. Klopp, klopp, hey, ist denn niemand hier? Klopp, klopp, lass mich doch rein zu dir. Klopp, klopp, ich tu ja, was ich kann. Klopp, klopp, stell dich doch nicht so an. Sich in jedem Bett blamieren. Und ich fand es heute nicht.